Der Bremer Norden. Mit Wolfgang Pade sind wir in St. Magnus unterwegs. Entschuldigung. Wir sind von Radio Bremen. Wir haben einen spitzen Koch mit, Wolfgang Pade. Der wird heute gern für Sie kochen. Ich hatte bisher noch gar keine Pläne für mein Abendessen. Das ist doch gut, das ist doch ein guter Plan. Hallo erstmal. Tag. Wolfgang Pade. Hallo. Ritter, hallo. Tag. Ab in die Vorratskammer. Zieh mir mal hier was vor, ne? Was von dem ich meine, das. Ja, ja. Sie können auch umräumen. Tochter Amelie will wissen, was der fremde Mann im Keller macht. Milchreis und Kuvertüre, das Dessert steht schon fast. Unsere Gastgeberin will noch eine Freundin zum Essen einladen. Zwiebel oder haben Sie nur Lauch? Nee, wir haben auch richtige Zwiebeln. Frühkindliches Multitasking. Singen und malen. Der Küchenchef möchte ein wenig Frühling auf die Teller bringen. Knobspark ist gleich um die Ecke. Ein bisschen vom Wegesrand weg, ne? Bärlauchsaison. Und das fängt sofort an, so nach Knoblauch zu duften. Diese Stelle, die habe ich schon vielen Leuten verraten, so in Kochkursen. Da waren schon einige mit dem Spaten, nicht mit so einem kleinen Messer oder einer Schere, sondern mit dem Spaten. Man könnte hier für 5000 Leute kochen, was Bärlauch betrifft, hier was das Vorkommen betrifft, da hinten im Park. Ich werde das nie alles verwenden, sonst haben wir nachher eine Knoblauchvergiftung, das ist zu viel, ne? Ich finde, das muss man sehr vorsichtig einsetzen. Und da mache ich jetzt aber eine Bärlauchbutter, die ist haltbar. Und die können Sie dann später da auch noch irgendwo reinrühren. Also mein Mann steht oft in der Küche und kocht was für mich. Das ist er. Aber dass jetzt ein fremder Mann in meiner Küche steht und für mich kocht, das finde ich ja schon, ja, hat was. Der Gatte, Chefdirigent am Bremerhavener Theater, ist geschäftlich unterwegs. Unsere Gastgeberin Stefanie Ritter hat klassischen Gesang studiert. Tochter Amelie will auch bald mitmischen. Ich will Tänzerin werden. Tänzerin? Wow. Kochen Sie auch? Ja, wenn ich dann mal darf, dann koche ich auch mal, ja. Aber meistens kocht mein Mann so gerne, weil es ihn total entspannt. Also wenn er so vom Theater kommt, dann sagt er, er muss irgendwas tun, wonach er dann sieht, dass er was getan hat. Weil Musik ist so, die geht weg und dann hat man ja nichts in der Hand, ne? Auch Wolfgang Pades Werke gibt es meist nur kurze Zeit. Die Freundin. Birgit Krüger-Seger und Tochter Karina. Der Küchenchef feilt an einer Cracker-Kreation. Ein kleiner Snack. Dazu brauchen wir uns nicht selbst. Thunfisch-Wasabi-Creme mit Bärlauch, Gurke und Cracker. Und kann man essen? Mhm. Kann man sehr gut essen. Schmeckt gut? Schmeckt gut. Kleiner Sprung vom Cracker zum Dessert. Die Kuvertüre mit den Nüssen muss in die Kühlung. Die Damen passen ganz genau auf. So, eigentlich können wir gleich die Pfanne hier so, wie sie es auf den Tisch stellen. Das Hauptgericht Gemüse, Bärlauch, Gnocchi. Für die Mädchen gibt's Spaghetti. Oh. Mit mehr Mais und mit wenig Mais. Wo sitzt du denn? Hier? Sicher. Ja. Ich kann arm diesen groben Salz nicht so umgehen. Appetitlich, ja. Aber ganz schön lang, diese Nudel. So, keine Angst, das müsst ihr nicht auch noch essen, ihr Ärmsten. Oh, sieht wunderbar lecker, gesund aus und lecker und bunt. Ist ein Ticken salzig. Das macht nichts. Deswegen habe ich die ganze Gurke da noch mit reingeschnetzelt. Sehr lecker. Lecker. Absolut lecker. Da ist noch eine süße Note dran, oder? Nur durch Mais und Paprika. Und Zwiebeln ja auch. Zwiebeln werden ja auch süß. Genau. Da ist ziemlich viel Zwiebel dran, so als Basis, als Unterlage für alles. Was richtig Süßes sollte es doch auch noch geben. Jetzt kommt der Weihnachts-Osterkuchen. Jetzt kommen als letztes die hier. Hat keiner gesehen. Die schmelzen dann da rein.